Hinter dir liegen jetzt 4 Wochen Vorbereitung. Worauf hast du besonders Wert gelegt und was hast du vielleicht besonders trainiert? Ja gut, am Anfang ist klar, wollten wir Kondition aufbauen. Ich denke, da haben wir sehr intensiv gearbeitet. Und was ich mir halt besonders vorgenommen hatte in der Vorbereitung, das haben wir halt immer wieder mit eingebaut, ist halt das Spiel in der Offensive. Halt, weil ich denke, gerade da ist halt sehr, sehr viel Luft nach oben. Wir arbeiten uns in jedem Spiel sehr, sehr viele Torchancen. Und ich glaube, wenn wir da halt gezielt da reinlaufen, wenn wir halt wissen, welche Positionen besetzt sein müssen und wenn sich dann so ein Automatismus daraus bildet, dann denke ich, sind wir noch erfolgreicher vorne und ja, ich denke, dass wir da halt auf jeden Fall noch Luft hatten. Zwischen dem letzten Ligaspiel und dem ersten Pflichtspiel in 2017 liegen jetzt 9 Wochen. Wie schafft man es, den Wettkampfmodus dabei nicht zu verlieren? Ja, in erster Linie müssen die Spieler halt immer Gas geben, die wollen halt spielen. Bei mir ist es halt nicht so, ich sag mal, bis auf, sag ich mal, 3, 4 Leute, die sind halt gesetzt, der Rest, der muss halt Gas geben. Und das merkst du halt bei mir im Training, jeder will in eine Mannschaft rein, keiner will eine Einheit verpassen. Und ja, das spiegelt sich halt in den Freundschaftsspielen auch wieder. Jeder erfüllt seine Aufgabe, die er halt bekommt und ja, bis jetzt machen die Jungs das sehr, sehr gut. Es gab 3 Abgänge und einen Neuzugang. Wie bewertest du diese Veränderung und konntest du die Mannschaft bereits auf diese Veränderung einstellen? Ja, ich sag mal, die 3 Abgänge, das waren ja mehr oder weniger Ergänzungsspieler halt. Ich finde es halt dann immer sehr schade halt, wenn einer eine Halbserie halt schon unbedingt weg will. Ich bin immer der Meinung, man muss sich irgendwo was erarbeiten, man muss Gas geben und so lange halt, bis man den Trainer halt überzeugt hat. Ich meine, die waren alle halt ungeduldig, die haben alle gedacht, die wären halt schon viel, viel weiter. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie die sich bei den anderen Vereinen zeigen halt. Ne? Nur gerade als junger Spieler, und das waren die ja alle 3, muss man halt Geduld haben. Ne? Und wenn man halt in eine Mannschaft kommt, wo es auch läuft, und so lief es bei uns auch, seit ich da bin, ist es da auch schwieriger reinzukommen. Ne? Der eine oder andere hat seine Chance gekriegt. Ich sage jetzt nicht, dass es die Aufgabe nicht erfüllt haben, aber die haben halt sind nicht so gespielt, dass man sagen muss, oh, die müssen nächstes Spiel wieder spielen halt. Ne? Und wie gesagt, die Jungen heutzutage sind halt ungeduldig und ja, und das hat man auch in den Wochen halt schon gemerkt. Deswegen bin ich auch froh, dass sie nachher weggegangen sind, weil auf Dauer macht das keinen Spaß und es bringt auch Unruhe in eine Mannschaft rein. Und ich denke, deswegen war es für die 3 besser, dass sie halt auch gegangen sind. Und zu den Neuzugang halt ist auch einer, auch ein junger Bursche, der eine gute Ausbildung hat, der sich auch erstmal finden muss, der sich wieder an andere Sachen gewöhnen muss. Und ich denke, wenn der Zeit mitbringt und den Kopf klar ist, dann werden wir auch an denen viel Spaß haben. Am Sonntag steht jetzt endlich das Viertelfinale im Niederrhein-Pokal an. Wie ärgerlich war es, dass es jetzt 2-mal ausgefallen ist und wie hast du es jetzt geschafft, die Mannschaft auf dieses Spiel vorzubereiten? Ja gut, die Mannschaft weiß, wie wichtig der Pokal ist. Das haben wir in den Gesprächen auch nochmal, habe ich das halt nochmal erläutert, halt, dass das halt auch für den Verein unheimlich wichtig ist. Und ich glaube, da die Jungs wissen, bei mir ist sowieso so, ob Freundschaftsspiel ist, ob Pokal oder Meisterschaft, ich will halt immer 1000% haben und sonst spielen die halt nicht und das wissen die halt auch und so merkt man auch, wie gesagt, auch im Training, im Spiel, die geben alle Gas und ich denke, da braucht man halt die Leute nicht viel motivieren halt. Ne? Und wie ärgerlich ist das, wenn man sich jetzt auf so ein Spiel vorbereitet, darauf hintrainiert und dann 2-mal vor den Kopf gestoßen wird? Also wie schafft man es dann vielleicht beim 3. Mal nochmal die Motivation dafür zu schaffen, abgesehen davon, dass man den Pokal gewinnen möchte? Ja gut, da standen ein Hintergedanken auf Hilden, die waren wahrscheinlich, weiß ich nicht, mit der Auslosung und alles, aber das sind Sachen, die interessieren mich halt nicht. Ne? Ich denke, wenn wir halt spielen, sind wir da, das ist das Wichtige. Und ob Spiel wurde abgesagt, dann haben wir halt was anderes gemacht. Ne? Klar ist es ärgerlich in dem Moment, ne? Man will das Spiel abhaken, aber die haben es halt in der Länge gezogen und das werden die jetzt auch in den Spiel zu spüren bekommen. Klar ist, dass Robin Odebke fehlt, er ist immer noch verletzt. Gibt es sonst irgendwelche personellen Veränderungen in der Mannschaft? Ja, bis auf die Langzeitverletzten jetzt mit Ohndal und Skara. Mit Robin tut natürlich unheimlich weh, ne? Weil er ist halt für mich wirklich einer der Besten in der Liga. Gibt auch im Training auch Sprechen mit den Mitspielern, also das ist bei ihnen top. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt einen Christian Wozniak, der brennt auch, der hat sich auch immer einwandfrei verhalten und der trainiert auch wie ein Verrückter, ist halt noch jung, dem muss man halt den einen oder anderen Fehler halt auch eingestehen. Aber ich denke, dass der auf jeden Fall ein guter Satz ist für einen Robin und ja,
denke, für ihn ist es eine Chance. Da hat er lange drauf gewartet halt. Und ich bin mir sicher, dass er die auch als Vertreter nutzen wird. Halt. Vielleicht noch kurz zu Felix Haas. Er war ja auch verletzt. Ist er wieder dabei? Wird er auf der Bank sitzen? Ja, Felix hat jetzt seit Montag halt wieder mittrainiert. Ist auch sofort da, gibt immer 100%. Haut sich überall dazwischen. Man merkt auch, egal ob er jetzt ein bisschen länger weg war, ne, an ihm ist es halt schwer vorbeizukommen. Ich denke, wenn der halt auch mit ein bisschen, er war jetzt gerade auch gestern richtig platt gewesen, da hatten wir auch noch mal kurz drüber gesprochen, aber ich denke, das ist normal, der braucht halt noch ein bisschen Zeit und ich denke, wenn er seine alte Form wieder kriegt, ist das ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns oder für RWO halt. Ne.